Gottfried Busch Familie, bei der konnten wir zu jeder Zeit immer einkehren. Die schliefen dann auf dem Heuboden und hatten ihre Zimmer natürlich alle vermietet. Aber wir durften dort mit unseren Segelbooten anlegen an seinem Steg und haben dann da entweder in den Kajüten geschlafen oder, wenn das zu wenig Platz war, haben wir uns da Zelte aufgeschlagen. Und bei ihm gab es immer wunderbar geräucherten Aal oder geräucherte Schollen sogar, also Flundern, weil wenn die See viel Wasser reingetrieben hat in den südlichen Haft, wurden da auch viel Schollen gefangen. Da fühlten wir uns immer wohl bei dem Gottfried Beach. Wenn ich als Fronturlauber bin ich dreimal hier gewesen und ihn dann besuchte, kriegte ich immer einen solchen riesen Aal von ihm geschenkt, geräucherten Aal. Das war natürlich eine Delikatesse, die habe ich natürlich meinen Eltern zurückgelassen. Das Schwarzort und die Pfadfinder, die bündische Jugend? Die bündische Jugend, wir haben bei ihm auch viel Unterschlupf bekommen. Und der Pfarrer von der Kirche in Schwarzort, der hat auch sehr viel für uns getan, weil die litauische Regierung uns sehr unter Druck gestellt hat. Aber er hat uns oftmals irgendwie behilflich sein können, wenn wir... er hat uns vor viel Verfolgungen geschützt. Hm? Über die Kirche natürlich. Und wer war in Nidden der Hauptanlaufpunkt? Das war der Leuchtturmwirt Fritz Kier. Der gab uns Blinkzeiten im Winter, wenn wir mal nach zum ostpreußischen Haff rüber wollten, weil wir dort Zeitungsmaterial brauchten, weil unser Sender hier in Memel war laufend gestört. Wir konnten nur Königs Wusterhausen hören, nachts um 1 Uhr, denn den konnte der litauische Staat nicht stören. Aber Königsberg oder den Deutschlandfunk aus Berlin, da konnten wir keine Nachricht empfangen. Und wie war das? Dann kam der nach Nidden per se? Nein, der Fritz Kier war Leuchtturmwärter von Nidden und der gab uns Blinkzeiten, wo gerade die litauischen Grenzsoldaten sind. Dann sind wir am Ostufer rübergeflitzt oder unterhalb der Dünen in Richtung Sarkow bzw. Kranz. Und von dort sind wir dann mit der Kleinbahn reingefahren nach Königsberg, um deutsche Zeitungen zu kaufen, die in Litauen ja verboten waren. War das so, dass ihr als deutsche Jugend grundsätzlich... Wir durften nicht rüber. Wir durften nicht rüber. Ja. Auch nach Lettland durften wir nicht rüber, in den baltischen Staaten. Wir waren vollkommen... Wir saßen hier praktisch, wenn man das so sagen will, wir saßen hier wie im KZ. Wir durften nicht nach Deutschland rüber, beziehungsweise nach Ostpreußen. Trotzdem habt ihr euch auch mit litauischen jungen Leuten getroffen. Auch wir Ernährung. Wir haben uns oftmals im Untergrund geheim getroffen. Mit Berliner, mit Leipziger und mit Hamburger, all über die deutsch-bündische Jugend, bevor die HJ stark wurde. Und als die HJ stark wurde, ist ein Teil freiwillig zur HJ gegangen und der Rest wurde dann mehr oder weniger gezwungenermaßen auf der HJ eingegliedert. Aber die Zeit war eben da. Man hat eben den Hitler da als größten Führer aller Deutschen respektiert und bei uns fing dann auch ein bisschen der Rechtsstrahl an, weil das Saarland, Sudetenland, Egerland deutsch wurde und die letzte Hoffnung, endlich auch wieder frei zu werden, war natürlich Adolf Hitler. Was aber seine Gesamtpolitik voraussichtlich uns erwarten ließ, da haben wir hier keine Ahnung gehabt. Dass er diesen blöden
Krieg gegen Russland noch anfing, das noch nie einen Krieg verloren hatte und statt einen Einfrontenkrieg einen Kreisfrontenkrieg angefangen hat. Und das war eben sein Verschulden. Und die alten Generäle, die alle Halsschmerzen hatten, die alle das Ritterkreuz wollten, weißt du? Das ist alles verblichener Glanz jetzt. Ich habe den ganzen Krieg von Murmansk bis rauf zum Kaukasus und zum Balkan miterlebt. Ich möchte das möglichst verdrängen. Das war eine Zeit. Sicher, ich habe meine Pflicht getan, aber hoffentlich bleibt das unseren nächsten Generationen erspart. Können wir nochmal auf Schwarzort und die Näherung zu sprechen kommen. Thema vor Schwarzort sind die Scharfenberge. Da habt ihr euch... Da haben wir uns mit den litauischen Scouts getroffen, litauische Seefahrtfinder. Denn wir hatten hier eine sehr, sehr starke deutsche Seefahrtfindergruppe. Mit denen haben wir prima da gezeltet, auch am Rombinusberg, am Memelstrom und am Kolater See. Mit denen kamen wir klar, es gab ja nicht viel. Die ganzen Stadtbehörden waren ja in Deutschland. Ja? Und nur die Post, die Eisenbahn und der Zoll, das waren dann die sogenannten Neubürger, litauische Neubürger. Mit denen sind wir klar gekommen, nur nicht mit den Kriegskommandanten und mit dem Gouverneur. Wir mussten, wenn wir eine Tagung hatten, 3 Wochen vorher eine Genehmigung erbetteln. Entweder er gab sie uns oder nicht. Oder von unserem Tagesplan, was wir da so diskutieren wollten, wurde die Hälfte gestrichen. Also wir haben schwer unter Druck hier leiden müssen, unter diesem politischen Druck des Methoner-Regierung. Wie sah das denn aus, wenn ihr euch mit den litauischen Seefahrtfindern getroffen habt? Wie habt ihr so die Tage verbracht? Wir haben uns da waren immer einige da, die auch etwas Deutsch konnten, und zwar die das Vytautas-Gymnasium hier in Memel besuchten. Und auch wir haben dann zusammen kleine Regatten ausgetragen mit unseren Kuttern oder mit unseren kleinen Jollen. Und abends haben wir am Lagerfeuer gesessen. Und dann wurde da Deutsch und Litauisch gesungen und wir haben dann hauptsächlich Unterricht gehabt über Navigation, terroristische Navigation, also im Küstenbereich, haben Spleißen und Knoten gelernt. Das war also wirklich tadellos. Also es war nicht so, dass ihr... Wir waren absolut nicht verfeindet, denn die gesamte Pfadfinderbewegung ist ja international gewesen, über Baden-Powell. Ja, und der hat uns sogar mal hier besucht, als wir da an den Scharfenbergen gezeltet haben. Das ist eine internationale Organisation gewesen. Und die konnte von den Litauern nicht unterdrückt werden. Nur eben wir als Memellanddeutsche Jugend. Uns hat man schwer unter Druck gesetzt, weil wir, sagen wir mal ab 1935 den absoluten Rechtsstrahl bekamen. Egerland wurde frei, Sudetenland wurde frei, Saarland als erstes schon 1935. Und als Österreich dann mit fliegenden Fahnen, davon wollen die heute nichts mehr wissen, zu uns zum Deutschen Reich rübergegangen sind, das Großdeutsche Reich entstand, da keimte uns die Hoffnung auf, dass er uns auch befreien wird von diesem Druck, den die Litauer auf uns. Die Franzosen von 1918 bis 1923 haben uns sämtliche Freiheiten gelassen, auch verwaltungsmäßig. Die haben sich um nichts gekümmert. Aber laut Versagervertrag waren uns ja die memeländischen Statuten freigegeben, laut Artikel 90.
Und den haben die Litter sofort versucht zu unterdrücken, zu untergraben. Und dagegen haben wir uns mit 80% deutscher Bevölkerung natürlich gewehrt. Händen und Füßen. Letzte Frage. Wir sind auf unserer Schiffstour von Lindenpral per Weg an dieser Düne vorbeigekommen. Heute heißt sie Tote Düne, wo diese Kamelbrücken ist. Da sagtest du, das wart ihr auch häufiger mal angelandet. Da sind wir auch. Wir sind sogar auch zu Fuß von Schwarzort über die Dünenkuppe bis raufgegangen nach Lindenrauf zur Wanderdüne. Haben wir auch oft gemacht. Und diese Kamelbrücken, das sind schnell bewachsene Sandkuppen, die mit irgendwelcher Vegetation und dadurch bildeten sich diese zwei Kegel. Und deshalb nannten wir die Stelle immer am Kamelrücken. Und was habt ihr da gemacht? Nichts, nur da stand auch ein trigeometrischer Punkt, also ein Dreieckturm zur Vermessung des Landes aus der Kaiser-Wilhelm-Zeit. Und da sind wir natürlich auch raufgeklettert, weil man hatte eine wunderbare Weiße zum Meer und auch zum Hafen. Mit wem warst du da? Mit den Pfadfindern, mit der deutschen Jugendbewegung. Sind dann ein paar drunter, wo eine lange Freundschaft entstanden ist, nach dem Krieg auch? Kannst du noch einen Namen nennen? Ja, doch, wir haben sehr viele. Ein Großteil, ich würde sagen fast die Hälfte von uns damals jungen Burschen ist gefallen. Irgendwo auf den europäischen Schlachtfeldern. Aber wir haben dann doch nachher, nachdem Mannheim unsere Patenstadt wurde, haben wir uns doch noch einen ganzen Teil wiedergefunden, wieder getroffen. Und diese Verbundenheit ist auch bis auf den heutigen Tag so geblieben. Soweit sie noch leben. Ich bin schon fast eine Ausnahme. Also ich müsste eigentlich schon abgetreten sein, nur ich bin zu faul zum Umfallen. Bitte? Das Café am Theaterplatz, Entchen von Taro, ist wieder in deutscher Hand, wie du sie hörst und siehst. Auf den anderen Tisch. Das sind Heimweh-Touristen, entweder Memeländer oder die kommen jetzt schon aus Bayern, Schwaben und aus dem Rheinland, weil das ist Neuland für sie touristisch gesehen. Italien, Griechenland kennen sie schon alles und jetzt wollen sie natürlich hier das Baltikum kennenlernen. Zurückerobern? Nein, also das wird nie gelingen, die Zeit ist vorbei. Also das wäre Illusion. Johnny, noch eine persönliche Frage. Du als Angehörige der sogenannten Erlebnisgeneration, ja, der hier seine Wunder. Zeitzeuge. Als Zeitzeuge. Zeitzeuge und aber auch Kriegsteilnehmer. Wie denkst du heute darüber, über diesen Streit, den es hier gab? Den wir früher hatten. Ja, schau mal. Hier wächst jetzt die dritte Generation Neubürger, also Litauer. Die können nichts dafür, was ihre Väter oder Großväter damals zur Besatzungszeit angetan haben. Genau wie ich das nicht akzeptieren kann, dass meine Kinder und Enkelkinder dauernd immer noch damit belastet werden, dass es mal ein Hitlerreich gab. Das ist ungerecht. Das darf nicht sein. Man soll nicht vergessen. Aber man muss auch mal einen Strich drunter machen können. Zumal wir jetzt ja ein vereinigtes Europa anstreben. Das ist meine Überzeugung. Und glaubst du, dass die Jugend in Deutschland heute es nicht so schön hat wie ihr damals? Jede Generation hat seinen Abschnitt. Wir haben uns auf eine Art auch ausgetobt, wie die heutige Jugend. Das hat sich natürlich geändert und ich habe mit meinen Enkeln oder mit meinen Kindern nie irgendwelche Probleme, Generationsprobleme gehabt. Die sollen tun und lassen, was sie wollen. Wir haben das auch getan.
Nur, wir wurden ein bisschen strenger gehalten von unseren Eltern. Und hier im Memeland, der Zusammenhalt der Familie oder überhaupt der gesamten memeländischen deutschen Bevölkerung war sehr stark, musste stark sein, weil man uns sonst politisch zu sehr unterdrücken konnte. Die deutschen Parteien haben immer mit 80% im Memeländer Landtag die Sitze. Von 28% waren höchstens 4% litauische Beisitzende dabei. Alles andere war immer noch. Aber das wurde gedrückt durch diesen blöden Kriegserklärung der Polen an Litauen wegen Wilna. Die Polen hatten 1920 Wilna von den Litauern geraubt, gestohlen. Und da ist es immer auf Litauisch Mes per Vilnius nero rimsum. Das heißt, ohne Wilna können wir nicht leben. Und beim litauischen Militär habe ich ja auch meine 18 Monate abreißen müssen. Da sind noch Polen und Russen und Juden und so weiter. Die Polen sagten dann hinter vorgehaltener Hand, Jureket kat mes Kaunas nerat imsen. Das heißt, seht zu, dass wir euch nicht auch noch Kaunas wegnehmen. Das Ultimatum von 1938 gab uns dann Polen, sagte, wenn ihr nicht aufhört, kommen wir auch nach Kaunas hin. 38 Millionen gegen 3,5 Millionen Bevölkerung. Da haben die Litauer natürlich klein beigegeben. Und in dem Moment hatten wir laut Artikel 90 des Versailler Vertrages unsere Rechte wieder. Einen Tag danach wurden wieder die deutschen Denkmäler aufgestellt, den die Litauer runtergerissen hatten vom Sockel, das Borussia-Denkmal, Entchen von Tarenbrunnen und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und so weiter. Da ging das hier natürlich der Rechtsstrahl los. Logisch. Denn ich habe die Litauer haben 170 Jahre in Unfreiheit gelebt. Davon 120 Jahre unter zaristischer Knute. Und dann waren sie geradezu nur 21 Jahre frei. Und dann wurden sie sowjetisch unterdrückt, 50 Jahre. Das ergibt 170 Jahre. Und ich habe eine große Hochachtung vor diesem litauischen Volk jetzt, dass sie ihre Identität 170 Jahre aufrechterhalten haben. Da sollten wir als Deutsche uns ein Beispiel geben. Denn wir fangen langsam an, international zu werden.